So, und ich habe jetzt das besondere Vergnügen, auch einen Schüler hier begrüßen zu können von einem OSZ, der gesagt hat, wir finden das gut und wir wollen auch etwas dazu sagen. Ja, liebe Lehrerinnen und Lehrer, oder soll ich besser sagen, liebe Streikende, als Schüler des OSZ Bürobotschaft 2 in Lichtenberg kann ich euch sagen, dass ich eure Forderungen nicht nur zu 100%, sondern zu 110% unterstütze. Die Arbeitsbedingungen der Lehrer sind die Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler. Deshalb müssen wir gemeinsam für unsere Interessen einstehen. Deshalb müssen wir gemeinsam für unsere Interessen kämpfen. Der Warnstreik heute von über 6000 Lehrerinnen und Lehrern ist ein Signal dafür, dass nicht länger stillgehalten wird. Herr Schöllner und sein Senat wird das zur Kenntnis nehmen und er wird nicht sonderlich erfreut darüber sein. Aber wenn die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, nach Altersteilzeit, nach einer Personalausstattung von 110% und mehr Mitbestimmung an den Schulen nicht erfüllt werden, dann kann das nur der Auftakt für weitere Demonstrationen und für weitere Streikaktionen sein. Lange genug haben Politik und Senat uns hingehalten, lange genug hat man uns zum Narren gehalten. Jetzt müssen wir mit dem Schönreden Zöllners ein Ende machen. Und dass ihr nicht verlernt habt, wie ihr kämpfen könnt, dass ihr noch kämpfen könnt, das habt ihr heute unter Beweis gestellt. Hier und jetzt Druck auf den Senat aufzubauen. Nur wenn Lehrer, Schüler, Azubis und Beschäftigte, von denen viele Eltern sind, gemeinsam Proteste auf die Beine stellen, nur dann können wir umso erfolgreicher sein. Und genau deshalb müssen wir uns organisieren und vernetzen. Deshalb müssen wir gemeinsam auf die Straße gehen, so wie es heute ein Anfang ist. Auf vielen Ebenen, ob bei den Eltern, ob bei den Lehrern oder den Schülern, ist die Wut über die Zustände riesig. Und man ist bereits dabei, sich zu organisieren, und zwar genau gegen diese Politik, die das zu verantworten hat. Und wir zeigen, dass es kein weiter so geben kann, nicht mit uns, denn ohne uns funktioniert ja keine Bildungseinrichtung. Deshalb müssen wir diese Demonstration als Anlass nehmen, um zurück an die Schulen zu gehen und beim nächsten Mal doppelt so viele Kolleginnen und Kollegen rauszuholen, um die Schüler mit rauszuholen, um den Protest auf eine noch breitere Ebene zu stellen. Denn Verbesserungen müssen nicht nur erstritten werden, Verbesserungen müssen erkämpft werden. Vielen Dank, René, für diese kämpferische Rede. Musik. Ich denke, wir haben jetzt alle Kolleginnen und Kollegen auf dem Platz. Allerdings würde ich immer noch bitten, dass ihr etwas zusammenrückt. Etwas mit dem Nest wärmen, damit